Liebe Schülerinnen und Schüler der BAFI Partberg, ich freue mich sehr, zu euch heute Grüß Gott zu sagen in dieser Zeit eigentlich gewöhnlichen Geschichte, nämlich virtuell. Ich hätte mich viel mehr gefreut, wenn ihr hier seid. Ihr habt jetzt gerade eine ganz, ganz spannende Zeit vor euch in der vierten Klasse. Man hat schon einen Großteil hinter sich und man ist gerade in dieser Phase, was mache ich dann, wenn ich nächstes Jahr fertig bin? Wo will ich hin? Ihr habt schon ganz viel an Ausbildung hinter euch. Ihr habt ganz viele pädagogische Erfahrungen schon machen dürfen. Und aus meiner Sicht der Dinge habt ihr einen Beruf gewählt, der ganz nah bei den Menschen ist, der viel an Verantwortung trägt, wo ihr gemeinsam mit den jungen Menschen gestalten könnt. Und ich sage es euch, ich kann mich erinnern, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, wenn man überlegt, was will ich mein Leben lang dann tun. Ihr habt arbeitsreiche Jahre hinter euch und vor allem habt ihr auch im Landhaus mitgemischt. Ihr habt sozusagen in Rollen schlüpfen können, ihr habt Politik hautnah erlebt. Ihr habt geschaut, wie geht Politik, ihr habt euch auch die Medienlandschaft angeschaut. Und ich glaube, ihr habt vor allem eines mitgenommen, dass Politik extrem spannend ist, dass man immer kritisch bleiben muss und dass wir vor allem sehr, sehr kritisch beäugt werden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß daran. Ihr wart ja auch hier im Sitzungssaal des Landhauses, also in der Landstube. Und eigentlich würden wir uns ja heute hier treffen. Und ihr würdet vom Mitmischen erzählen. Das können wir heuer leider nicht machen, aber wir möchten euch natürlich trotzdem gratulieren und diese Zertifikatsverleihung online machen. Ihr seid unsere Zukunft und damit auch diejenigen, die die Zukunft gestalten werden, auch auf der politischen Ebene. Und es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was ist eigentlich Politik, was heißt Demokratie. Und das ist das Schöne, dass ihr vieles an Wissen euch hier abgeholt habt und mitgetan habt. Denn die Zukunft wird Menschen brauchen, die sich politisch engagieren, damit die Demokratie in unserem Land erhalten bleibt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin ja nicht mehr die Jüngste. In ein paar Jahren trifft man in diesem Haus vielleicht die eine oder den anderen von euch. Und das wäre schön, wenn ihr euch engagiert und auch daran mitarbeitet, dass die Zukunft dieses Landes und die Demokratie eine lebendige ist. Neben den drei Werkstätten habt ihr noch zwei weitere Schwerpunkte gesetzt. Auf der einen Seite habt ihr euch sehr intensiv mit der österreichischen Parteienlandschaft auseinandergesetzt und mit der österreichischen Verfassung. Und das zweite wichtige Thema für euch waren die Kinderrechte. Im Herbst haben wir ja immer den Tag der Kinderrechte und den begehen wir in der Steiermark auch mit der Woche der Kinderrechte. Und im Rahmen dieser Kinderrechtewoche habt ihr euch extrem intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Kinderrechte sind ja auch Rechte für Jugendliche, also damit für euch wichtig, aber auch für eure zukünftigen Berufe, wenn ihr nach der BAFEP in diese Berufe geht, in der Auseinandersetzung mit den Kindern sehr wichtig. Ihr habt euch in den letzten Jahren intensiv mit Politik auseinandergesetzt und dafür möchten wir Danke sagen. Ihr bekommt dieses Zertifikat verliehen, das euer politisches Engagement zeigt. Ihr könnt stolz drauf sein. Wir sind auf jeden Fall stolz auf euch. Dem schließe ich mich an. Ihr habt euch dieses Zertifikat redlich verdient mit eurem Engagement, mit eurem bei der Sache sein, mit eurem auch Vorausdenken. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ihr weiter so interessiert bleibt, auch an der Politik, aber dass ihr auch kritisch seid, denn genau das macht die Demokratie aus. Wo auch immer ihr jetzt hingeht, wo auch immer euch das Leben hin verschlägt, ich wünsche euch dafür alles erdenklich Gute und ich würde mich sehr freuen, wenn die Tür in diesem Haus wieder aufgeht, wenn ihr mal im Landtag auf Besuch vorbeikommt. Bis dahin, alles Gute.